Geometrische Formen bringen tatsächlich zum Ausdruck, dass sich Personen versuchen, eine Struktur zu geben. Also sie setzen sich mit Inhalten sehr intensiv auseinander. Es wäre auch nicht so, dass die Inhalte vorbeigehen. Es ist nur einfach sehr viel in dieser Situation. Und ich beschäftige mich damit und ich versuche da eine Ordnung, eine Struktur in diese Inhalte mit reinzubringen. Und sehr spannend hier diese Raute, ein weiß und schwarz ausgefülltes Feld, so ähnlich wie das Yin- und Yang-Symbol, ne, als Einheit tatsächlich. Und in der Hinsicht wird das häufig auch gedeutet als Entscheidungsproblem, also mich beschäftigt eine Entscheidung, ja, nein, links, rechts, was werde ich nehmen, welche Optionen werde ich für mich wählen. Das ist immer so ein Zeichen für ein Entscheidungsproblem, das die Person gerade, mit dem sie sich beschäftigen.